Halloween steht so langsam vor der Tür und wird auch natürlich in einigen Freizeitparks gefeiert. Ich habe euch heute 3 Stück mitgebracht und werde sie euch vorstellen, wie immer nach dem Intro. Wäre der Europa-Park und ist gleichzeitig auch der teuerste in der Liste. Der Eintrittspreis beläuft sich hier auf 41 Euro, das Halloween-Festival kostet 18 Euro und die Maces gibt es ab 14 Euro. Warum ab? Ganz einfach, ich packe euch den Link zur Webseite und zum Eventkalender unten in die Infobox. Da werdet ihr dann sehen, dass es unterschiedliche Preise pro Tag gibt. 14 Euro ist hierbei das günstigste, 25 Euro wäre dann das teuerste. Außerdem gibt es noch Kombi-Tickets, aber dazu, wie gesagt, einfach den Link mal unten in der Infobox anklicken für mehr Informationen. Halloween im Europapark ist vom 24.09. bis zum 2.11. Der Park an sich hat um 9 Uhr geöffnet, die Maces von 20 bis 23 Uhr. Maces gibt es natürlich auch und davon gibt es einige, deswegen werde ich das jetzt mal kackendreist einfach vorlesen. Und zwar gibt es The Dead Inside 2.0, Der Fluch des Werwolfes, Nightmare, Das Labor und The Crypt Reborn. Scare Zones gibt es übrigens auch, werdet ihr ganz einfach finden, wenn ihr auf der Straße rumlauft. Und zwar sind das Zombie Arrival oder Zombie Arrival, End of Days Street und Nightmare Grabber Forest. Ja. Kann man so stehen lassen, ne? Besondere Horror-Rides oder im Prinzip besondere Rides gibt es auch. Und zwar gibt es einmal... Ja, ich brauche mein iPad, Entschuldigung, ich bin alt. Pegasus The Night Coaster, Matterhorn Blitz und Fluch der Cassandra. Außerdem werdet ihr noch mit einer wunderbaren Show beköstigt werden. Das wäre dann Horror on Ice Hellfire. Die E-Mails unter euch, die schon 18 oder über 18 sind, haben die Möglichkeit, in Verbindung mit einem Horror Nights Ticket oder VIP Pass den Vampires Club zu besuchen. Dieser ist geöffnet ab 23 Uhr und schlägt nochmal mit 7 Euro extra Eintritt zu Buche. Park Nummer 2 auf der Liste wäre der Fort Fun, der im Oktober zum Fort 4 wird. Eintrittspreis beläuft sich hier auf 25,50 Euro. Auch hier kosten die Maces leider extra. 4 Euro müsst ihr für diese zahlen, beziehungsweise für traumatisiert extrem sogar 10 Euro. Aber lasst euch gesagt sein, es lohnt sich. Hier haben wir eher gesplittete Öffnungszeiten und zwar gibt es das Fort 4 am 18., 25. und 31.10. und nochmal zusätzlich am 1.11. Öffnungszeit bzw. Gruselstunde wäre hier von 16 bis 22 Uhr. Natürlich gibt es auch einige Horrorhäuser oder auch Maces. Unter anderem haben wir hier Treibjagd, Seelenlos, Jackies Irrgarten und Traumatisiert, was dann zur späten Stunde auch zu Traumatisiert extrem wird. Und was das Extreme ist, das sage ich euch nicht. Außerdem lässt sich der Fort 4 Park nicht lumpen und hat natürlich auch eine kleine Halloween-Show bzw. eine kleine Horrorshow, die da heißt Jackie Wutentbrannt. Nun hört man auch ziemlich viel von Jackie Moon. Wer ist denn das nun eigentlich? Ganz einfach, Jackie Moon ist der Main Character vom Fort 4 und wer sich gerne noch ein bisschen mehr für die Hintergrundgeschichte interessiert und noch für ein paar Eckdaten von dem Fort 4 Festival, der klickt jetzt einfach mal hier so irgendwo hin, denn wir haben letztes Jahr ein Interview geführt, wo ihr noch ein bisschen mehr über das Fort 4 Festival erfahrt. Also wenn ihr Bock drauf habt, ne, einfach klicken, mal gucken und wisst da Bescheid. Park Nummer 3 und somit auch der letzte in meiner Liste wäre der Moviepark mit dem Halloween Horrorfest. Ja, Lolo und ich sind da zu Hause, von daher Schmankerl nochmal zum Schluss. Der Eintrittspreis für den Moviepark beläuft sich auf 37 Euro. Ist ein bisschen happig, ja, gebe ich zu, aber dafür habt ihr die Besonderheit, dass die Maces schon inklusive sind. Sprich, die Horrorhäuser müsst ihr nicht extra zahlen. Sei übrigens noch gesagt, die Samstagstickets gibt es leider nur im Vorverkauf. Das Halloween Horrorfest findet statt vom 2.10. bis zum 31.10., also bis einschließlich Halloween, ein sehr heiliger und sehr wichtiger Tag, ja, den dürfen wir nicht außer Acht lassen. Die Maces haben geöffnet
ab 18 bis 22 Uhr. Es sei aber gesagt, dass einzelne Maces sogar schon ab 15 Uhr aufhaben. Da dann einfach mal die Infos in den Parkflyern etc. beachten. Der Moviepark hat natürlich auch einige Horror-Maces, darunter das Forgotten, den Circus of Freaks, den Babu Twister Club, Infected und, wie kann es anders sein, das Despital, wo man Lolle und mich übrigens auch ab und zu mal sieht. Hust raus. Scare Zones hat der Moviepark genau zwei zu bieten, nämlich die New York Street und den Old West. Noch mehr Sonne, yay! Ja, das war dann meine Top 3 zu den Halloween-Horror-Freizeitparks, die Halloween vorstellen, bla. Und ja, den Rest klären wir immer auf der Endcard. Also nun, ab mit euch. Los, ab, ab, Endcard und so. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, denn das zeigt mir, dass euch das einigermaßen gut gefallen hat. Ich meine, ne, hier so Halloween-Countdown muss ja auch mal sein und das war ein weiterer Part von unserem, wie viele Tage sind es eigentlich noch bis Halloween, und lass uns mal einen Halloween-Countdown Video machen. Egal. Ergibt es Sinn? Weiß ich nicht. Hier an der Seite findet ihr ein weiteres Video zum Halloween-Countdown. Und zwar zeige ich euch da, wie man ja, weiße Klamotten auf alt trimmt mit Tee und so. Ist ziemlich interessant. Schaut doch einfach mal vorbei, wenn ihr Hilfe für eure Kostüm-Ideen, Sachen braucht. Bla. Darunter findet ihr eine Playlist. Was es für eine Playlist ist, weiß ich immer noch nicht. Schaut einfach mal vorbei und guckt da einfach mal. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn ihr auch ein Inmate mit Herz werden wollt, dann schaut einfach mal unten in die Infobox, denn da sind unsere ganzen Social-Media-Links zu finden. Facebook, Twitter, schieß mich tot, da kommt ein Zug. Nein, es ist dein Auto. Egal. Übrigens, die ganzen Infos zu den Freizeitparks plus Eintrittspreise und so weiter und so fort werdet ihr dort unten auch nochmal in der Infobox finden. Wir wollen euch ja nicht doof sterben lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bald fängt für uns das Halloween Horrorfest an. Genau, eigentlich nächste Woche. Und ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Und vielleicht sieht man ja ein Inmate von euch. Man weiß es ja nicht. Würde mich auf jeden Fall tierisch freuen. Lasst doch einfach mal ein Hallöchen da. Und in diesem Sinne, ja, ich muss jetzt Rasen schneiden und verabschiede mich. In diesem Sinne, Schnitzel over and out.